Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC hier auf der Kernstadt. Auf dem Weg zum Feld 19 zum Düngen. Beziehungsweise nicht ganz richtig, er wird nochmal rechts abbiegen und wird sich nochmal Dünger holen. Der andere Düngerstreuer war ja auch schon da. Wenn wir hier aussteigen, dass wir mal schneller sind, wie der Trecker. Wir müssen eben aufpassen, ich vermute mal nämlich, wir müssen Dünger zukaufen. Jetzt sind ja bloß noch 26.000 Liter da, wenn er sich... Ja gut, nee, er betankt sich ja nicht komplett voll. Er war ja noch halb voll, also werden vielleicht noch 20, na vielleicht sind noch 30.000 Liter da dann. Meine Dünger wird zwar auch relativ schnell produziert, oder 31 bleiben über, aber ja, er wird auch schnell verdüngt. So, hier ist er unterwegs mit der zweiten, im zweiten Vorgewende hat er angefangen. Er würde vielleicht in der Folge bloß gerade mal das Vorgewende fertig kriegen. Oh, das ja, soll er mal machen. Er steht noch hier rum und eigentlich hatte mich er hier interessiert. Er verkauft gerade das erste Mal, möchte ich meinen. Ne? Ist das dann so lange gewesen, weil mir ist aufgefallen, dass wir in der letzten Folge nicht einmal Geld bekommen haben, oder? So wie das aussieht, will er ja jetzt hier noch zweimal fahren. Ja, richtig, wir hatten ja dreimal eingestellt. Ja gut, er ist, werden wir gleich sehen, er fährt 7 Minuten. Er ist ja erst in einer Viertelstunde wieder da. Mal schauen, mal Gas geben hier. Darf nicht so viel bummeln, ne? Weil er muss eben doch quer über die Map, aber wie gesagt, durch mich setzen. Müsste es ja am Hof umladen, wenn ich von der Erzmine rüberfahren will. Das wollte ich nicht. So, ich will jetzt eigentlich hier die restlichen Flächen noch scannen. Damit hatten wir gestern begonnen. Wenn wir mal hier gucken auf der Karte. Hier oben haben wir einen Teil von 14 schon, 13 rüber zur 12. Und werden dann unten lang zurückfahren, sage ich mal, und dann nochmal durch die Mitte. Dann müssten wir eigentlich alles erwischt haben. Noch ein Stück runterfahren, wenn wir hier oben. Obwohl, so müsste es passen. Kann man sich jetzt drüber streiten, was jetzt besser wäre: ein runder Kreis zum Scannen oder ein viereckiger. Viereckiger Kreis natürlich nicht, ne? Das ist ein Viereck. Eine viereckige Fläche als Scanfläche und aus solchen Karten, wo natürlich die Felder viereckig sind, wäre die Variante besser, auf den anderen wäre die Variante besser. Ne? Ja, müssen wir mal schauen, ob wir dieses Jahr auch noch Gras ernten können, also diese Saison. Dieses Kalenderjahr in real weiß ich nicht, weil bald rum, ne? So, wenn wir hier nach unten fahren, bisschen weiter rüber, dass wir nicht so viel von den anderen Flächen, die uns nicht gehören, mit scannen. Was ich auch nicht weiß, wenn wir jetzt schon den Helfer fahren lassen würden auf einer ungescannten Fläche, ob er dann auch optimal praktisch den Boden bearbeitet. Das weiß ich nicht. Nee, doch, er macht das nicht. Genau, ich hatte doch nicht mehr, hatten noch irgendwo ein Stück bearbeitet oder hatte ich das auf der Fläche, wo ich es ausprobiert hatte? Hatte ich hinterher es gescannt nach der Bearbeitung, da war es eigentlich nicht optimal. Ja, wischen wir gleich alles bis runter. Gib vor. Fahren wir mal einfach hier gerade rüber und dann scannen wir einmal und dann fahren wir erst runter.
können wir sogar noch ein Stück rüberfahren hier unten. Oh, ist noch zu weit gefahren, ne? Das machen wir noch mal ein Stück zurück hier. Auch wenn es 400 kostet, da kommt es jetzt nicht drauf an. Ja, kriegt man alles mit einmal, das werden wir nicht kriegen, ne? Können wir gleich hier nochmal scannen, müssen wir nochmal vorfahren. Da werden wir auch ein Stück weiter vorfahren, so dass man nicht hier so eine, dass nicht oben so eine Spitze entsteht. So, und jetzt sehen wir, jetzt müssen wir bloß noch die Mitte machen. Da fangen wir auch am besten hier drüben an. Mal schauen, wie weit wir da reinfahren können. Oder ob wir ganz und gar zweimal scannen müssen, auf die Höhe gesehen. Dass wir das gar nicht alles mit einmal erwischen. Jetzt hätten wir hinten alles. Kürzen müssen wir hier noch ein Stück. Ja, da erwischen wir gar nicht alles nach oben, oder? Nee, das wird nichts werden. Jetzt habe ich das Gerät zugeklappt. Ich wollte scannen. Jetzt habe ich mich zu weit gefahren. So, 12. Bodenprobe, also das werden dann richtig hier Geld lassen, ne? Ja, das kriegt man, das. Wir kriegen das ja nicht mit einmal. Können wir gleich hier hochfahren. Ja, hier müssten wir ja. Gut, wir könnten jetzt hier ein Stück runter. Doch, das wird man kriegen, ne? Müssten wir alles erwischt haben? Ne, haben wir da hinten ein Loch gelassen. Ne, es ist doch da. Die Felder sind ein Touch zu groß oder der Radius ein bisschen zu klein. Aber weiter vergrößern, ja, wie gesagt, weiß ich nicht. Das wird dann unten, sehe ich es ja dann auch nicht mehr richtig in der Minikarte. Oder in der Minimap. So, hier habe ich jetzt alles erwischt. Weit können wir vor, ich denke mal bis dorthin. Naja, werden wir noch zweimal scannen müssen. Ja, dann hätten wir erstmal alle unsere Felder fertig gescannt. Und da habe ich eins vergessen. Ja, finde ich nicht. Sei denn, wir kaufen uns noch ein Feld, aber ja, wie gesagt, das ist. Weiß nicht, wie das überhaupt ist, wenn wir jetzt ein Missionsfeld vorher scannen würden.
wie sich das dann verhält. So, hier Gerät zuklappen. Oben ins Labor schicken. Und mal schauen, was rauskommt. Für ihn hier müssen wir jetzt eigentlich noch ein bisschen Autotreibstrecke einzeichnen, weil wir haben ja unten. Doch, wir haben ja alles erwischt. Wir haben ja hier unten die RTK heißt sie, diese RTK-Station gebaut. Ja, geht's ja nicht. Wenn wir den Frontlader dran lassen, ja, könnte den Körper dran lassen. Da werden wir hier drüben in der Halle mal zwei Parkplätze einrichten. Oder ein mit zwei. Brauchen wir auch nicht zu viel Zufahrt, das kriegen wir eigentlich hier so. Müssen wir mal Streckennetz anmachen, aber ich hatte mir das schon mal angeguckt. Ja, hier waren zwei Strecken, da fahren wir hier einfach mal Parkplatz ein, sodass wir hier rückwärts reinrangieren. So, 6.800 für die Bodenproben haben wir bezahlt. Können wir gleich mal gucken. So sieht's aus. Wir haben oben sehr viel luftiger Ton. Hier ist noch mal ein bisschen Lehm. Ja, muss sicherlich dann von der vom pH-Wert sehen wir schon mal. Dann sollten wir da auch noch entsprechend kalken. Und Düngen sowieso, ne? Stickstoff. Muss hier noch einiges drauf. Wie gesagt, wenn man aber was ich mir nicht so richtig erschließt, woran erkenne ich, dass ich gekalkt habe? Klar, ich erkenne es daran, dass der pH-Wert stimmt, ne? Aber ja, das ist ganz schön. Andere Möglichkeit habe ich ja nicht. Wenn hier erkenne ich es eindeutig, dass ich nicht gedüngt habe, das ist mir klar. Beim Kalken finde ich das nicht so optimal. Gut, ich sehe es daran, wenn die komischen Strukturen sind und praktisch auch die Bodenart anders ist. Daran würde ich es jetzt sehen. Aber ansonsten sehe ich es nicht. Ja gut, nichtsdestotrotz. Wir wollten ja Parkplatz aufzeichnen. Und zwar wollen wir Aufnahme starten. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, ob es wirklich, ich das jetzt verkehrt bezeichne, und zwar das Ganze heißt RTK, ne? RTK, genau. Das dann vom Ziel her. Wo packen wir das mit rein? Besten Hof. Und die Ziele am Hof, die heißen ja Hof minus, ne? No. Ja, machen wir auch so. Das werden wir Hof nennen. P1. Wir müssen natürlich auch entsprechend hier wieder rausfahren. Falschen Knopf gedrückt.
jetzt habe ich natürlich Käse gemacht. Nochmal angeschalten. Das war natürlich jetzt schlecht. Jetzt müssen wir hier Punkte rauslöschen. Erstmal müssen wir die Verbindung hier auflösen. Die ist nicht richtig. Dann würde ich meinen, den brauchen wir. Würde meinen, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Und den brauchen wir nicht. Genau, das ist der. Den können wir hier ein Stück rüberschieben. Und den verbinden wir mit dem. So, dann müssten wir jetzt noch einen zweiten Parkplatz machen. Hier drüben können wir natürlich auch noch löschen. So, und das wird dann natürlich Hof. RTK Halle P2. Hier müssen wir auch noch wirklich nach vorne wieder eine Rausfahrstrecke machen. Die können wir aber auch hier so ein Stück rüber und eigentlich gleich an die andere hier. Anbinden. Und zwar müssen wir jetzt noch den mit den verbinden und dann sollte das schon funktionieren. So, ob es funktioniert, werden wir uns gleich angucken, weil wo ist er? Hier ist er. Natürlich schalten wir ja um aufs Fahrzeug und weisen den erstmal hier am Parkplatz zu. Was wir natürlich noch machen sollten, den aus dem Standardordner, nämlich hier haben wir auch noch nicht aufgeräumt bei den Tieren, ne? Hier mit dem Hofordner reinziehen. Obwohl dann der Hofordner immer größer wird, ne? Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Da müsste ich eigentlich hier noch irgendwo. Zentralhalle, weil das andere ist ja alles so richtig beschriftet. Ja gut, das Verschieben, das macht ja nichts. Das kann man ja immer noch ändern. So, das weisen wir Ihnen mal hier als Parkplatz zu und dann schicken wir mal hin. Mal schauen, ob er dort ankommt. So, hier können wir aber auch die da wieder ausmachen. So, hier werden die letzten Meter gekalkt. Da können wir eigentlich gleich hier bleiben, weil der muss dann natürlich aufs nächste Feld und zwar Feld 21. Dann hätten wir, wie gesagt, diese vier Felder, die ja höchste Wachstumsstufe haben, bei uns fertig gekalkt. Danach könnten wir eigentlich die Zeit schon wieder auf 5 stellen, damit wir auch ein bisschen vorwärts kommen. Ne? Wird auch zeitig auf mit Kalken. Den Abfahrer muss ich entlassen. Nicht den Autotreibfahrer einstellen. Ja, dann nimmt es keinen Kalk an. Okay. Dann zählt er schon als gekalkt wahrscheinlich. So, hier brauchen wir natürlich jetzt da drüben noch einen Kurs. Ne? Da müssen wir jetzt mal gucken. So, dann muss ich drüben an die Seite fahren, okay.
So, hier müsste der Abfahrpunkt sein, oder da vorne jedenfalls. Deshalb werden wir hier generieren. Den 21 Kalken? Ne, gab es doch, kann es doch nicht geben, ne? Oder? 21 Düngen, das ist das Einzige, was wir haben. 21 Ansehen. Weiß ich nicht, warum wir das nicht haben. Weil die hatten wir wieder gelöscht, ne? So, zwei Vorgewände, Uhrzeiger sind Feldreihen. Zuerst 7% haben wir. Überspringen muss er nichts. Natürlich 19 Meter, ne? Wir werden schon euch was verkehrt machen heute hier. So, speichern. Erster Wegpunkt ist drin, Feld 9. Feld, ne? Feld 21 stellen wir ein. Und ein Abfahrer stellen wir ein. Da sollte das hier erledigt werden. Kommt nicht schon der Düngerstreuer sich Dünger holen, ne? Er hat seine Vorgewände fertig. Er fängt mit seinen Feldreihen an. Er ist hier angekommen in der Halle. Das sieht erstmal soweit ganz gut aus. Hier können wir Gras einsammeln, dann können wir ihn hier zurück in seine Garage stellen. So, er beginnt natürlich mit Kalken, das funktioniert soweit. Wenn man sie automatisch ausbringen will, sind 1,75 Tonnen. Dann braucht man nicht ganz so viel Kalk, aber Kalk haben wir ja genug da, ne? So, hier wird gedüngt, hier wird Kalk geholt und er ist mit der letzten Ladung Eisenerz unterwegs. Weil er ist doch gerade erst losgefahren, ne? Ah, könnte sein, dass wir es gerade noch so sehen, dass er heute noch verkauft. Denn er hat sich Dünger geholt. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir brauchen dringend Dünger, ne? Ja, bloß wenn ich... Er wird nicht viel produziert sein, wenn wir hier... wenn wir Zeit 1 spielen. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Ist nicht gut. Wie sieht's denn aus, düngertechnisch? Ich glaube nicht, dass der mit der Ladung voll reicht. Ja gut, wenn der Eisenerz verkauft hat, muss er dann halt nochmal Dünger holen. Das müssen wir dann gucken, wie das wird. Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. So, was machen wir jetzt? Wir sammeln natürlich auch noch ein bisschen weiter Gras. Ich glaube, wir haben erst eine Ladung Gras in die... ins Mischfutterwerk gebracht, da bringen wir noch eine zweite Ladung hin. Und den Rest von dem Gras, den werden wir dann eigentlich im Fermenter platzieren am besten, ne? Um dann die Silage in die BGA zu schaffen, beziehungsweise zwei Hänger voll Silage, müssen wir dann natürlich auch ins Mischfutterwerk schaffen. Wir hatten hier die Schlangenlinien gefahren, beziehungsweise die komischen Kreise.
komme ich auch nicht rum mit meinem Ladewagen hier. Das ist ja... Wir hatten das Mähwerk gefahren. So 90% sind erstmal drin. Das Mähwerk ist natürlich deutlich wendiger, ne? Die Runde werden wir hier nicht mehr reinkriegen. Da müssen wir vorher abfahren. Das machen wir natürlich auch gleich selber, weil das bringen wir ja uns ins Futterwerk. Ne? Ja, so ein bisschen gespannt bin ich natürlich auf die Ernte, was das gibt hier mit Precision Farming. Und natürlich noch gespannter bin ich eigentlich hier. Heute ist noch Sonne, morgen ist Regen. Ja, auch wenn selbst das... Wir könnten morgen, selbst wenn es erntereif werden würde, mit Sicherheit nicht dreschen. Ja, beim Eisenerz vom Güterbahnhof. Selbst wenn wir uns die anderen Tage so angucken vom Wetter. Naja. Also so wie die Aussichten aussehen, sobald wir irgendwas dreschen können, wird die Zeit auf 1 gestellt. Das wird abgearbeitet. Auch wenn wir dadurch dann vielleicht später ein bisschen Leerlauf haben, da machen wir irgendwas anderes. So, Gelduhr rennt und schaffen wir die Millionen? Jawohl. Oh, 52 Euro drüber. Das ist nicht verkehrt. Was wir jetzt gleich natürlich machen werden, wo er dort nicht mehr ankommt, in dieser Folge, ihn natürlich zum Düngerfabrik schicken. So, hier machen wir morgen weiter mit denen, weil wir wollen uns jetzt hier oben den schnappen, der düst nämlich sonst zurück zum Hof. Weil er steht nicht da, er fährt parken.
Den nehmen wir mal raus und sagen ihm, er soll in die Düngerfabrik zur Düngerverladung fahren. Dann nehmen wir bloß nochmal einen Fahrkurs, dass er erstmal dort ankommt. Aber losschicken tun wir erst in der nächsten Folge, denn das soll es für heute gewesen sein. Sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann machen wir natürlich morgen hier am Sonntag weiter. Bis dahin und tschüss.